heute ein weiteres Video zur Aussprache. Und heute interessieren wir uns für un und une, diese zwei Artikel. Das klingt nach nichts, aber das ist nicht unwichtig. Und das muss die Lektion Nummer 96 sein. Bevor ich loslege, muss ich mich vorstellen. Ich bin der Jean-Philippe de Wiese. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, zumal es für dich völlig kostenlos ist. Ich freue mich auch, wenn du meine Videos teilst und kommentierst. Und wenn du Fragen hast, nicht zögern, ich mag Fragen. So, also. Die Buchstabenkombination U und N ergibt den Ton un. Un ist ein Artikel, einer, ein, un. Die Aussprache ist nicht sehr kompliziert, ne? Un. Un. Un cheval, ein Pferd. Un livre, also ein Buch. Un stylo, ein Stift oder ein Füller. Un chien, ein Hund. Un message, eine Nachricht. Un train, ein Zug. Un vélo, ein Fahrrad und so weiter und so fort. Das ist einfach. Allerdings haben all diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, all diese Beispiele haben etwas Gemeinsames, und zwar das Wort beginnt mit einem Konsonanten. Also, un train, ein T, Konsonant. Un vélo, ein V, Konsonant. Un stylo, S, Konsonant. Wenn aber das Wort mit einem Vokal oder mit einem Selbstlaut beginnt, aha, dann muss ich, das hast du schon erraten, wenn du meine Videos kennst oder die Sprache kennst, dann musst du eine schöne Bindung machen und dann hört er sich so an. Nehmen wir das Beispiel Arbre für Baum. Arbre, ein A ist ein Selbstlaut, ein Vokal. Ein Baum, ich sage nicht un Arbre, was sich ja völlig furchtbar anhört, sondern un Arbre, das fließt ganz schön. Un Arbre, das gleiche gilt für ein Flugzeug. Un Avion, nicht un Avion. Un Avion, ein Freund. Un Ami, ein Mann. Un Homme, ein Dummkopf. Un Idiot. Ein Rechner, ein Computer, un ordinateur. Und da fließt es schöner und da freut sich die Sprache, die sagt, sie sagt, gut gespielt, Alter. Gut gespielt, Alter, auf Französisch, ganz einfach, bien joué, vieux. So. Und jetzt für die Buchstabenkombination U-N-E, für eine, das ist une, das ist einfach. Une, und das bleibt unverändert, wenn das Wort weiblich ist. Also, une voiture, ein Auto, une maison, ein Haus, une lampe, eine Lampe, une tasse, une entreprise, ein Unternehmen, une femme, eine Frau, une chaise, ein Stuhl, une table, ein Tisch. Also, nochmal, un vélo, un train, un ami, un avion, un ordinateur, une table, une chaise, une voiture, etc. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.